Symptomatik sagt ja immer, wir sind ganze Menschen und wenn wir von einem Virus betroffen werden und unser Immunsystem jetzt handeln muss, dann ist das auch eine Angelegenheit unserer Seele und unseres Geistes, weil wie gut wir eine Krankheit verkraften und verarbeiten, hat nicht nur mit dem körperlichen Immunsystem zu tun, sondern auch mit unserer Seele, unseren sozialen Beziehungen, mit all dem. Darum wollen wir eben aufmerksam machen, dass wir mehr sind als ein Körper. Wir nennen das jetzt mal locker, wir haben eine Seele, einen Geist, ein Bewusstsein, wir sind soziale Wesen und wir wollen sagen, unter Corona haben wir zu wenig darüber nachgedacht. Und wir wollen hier darauf aufmerksam machen, dass das so wichtig ist, ja, für unser Zusammenleben, diese Dimension mit ins in den Blick zu nehmen, neben dem natürlich notwendigen biologischen Betrachtungen und all den notwendigen medizinischen Dingen, die keiner in Frage stellen möchte. Aber wir sehen, es fehlt uns etwas, es fehlt uns das Geistig-Seelische und das Soziale. Das haben wir auch schon in den ersten Gesprächen jetzt gut gehört. Deswegen haben wir diesen Aufruf gemacht, Aufruf zum beseelten Leben, weil wunderbar, wir gesagt haben, wunderbar, ja, genau, weil wir gesagt haben, das gilt nicht nur für Corona, das gilt auch für Klimawandel, nicht nur Solardächer, sondern auch Bewusstseinsbildung. Ja. Das ist so die knappe Botschaft. Otto, du beschäftigst dich ja mit diesen Grundsatzfragen schon seit langer, langer Zeit. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen sagen, wie du die Zeiten siehst. Du bist ja auch schon ein älterer Mensch, noch älter als ich. Und blickst auf ein Leben zurück, auf eine Welt, auf eine Gesellschaft. Du hast dir deine gute Laune nicht nehmen lassen, habe ich immer gesehen. Was hast du beobachtet? Wie siehst du diese Zeit, in der wir jetzt sind? Sind wir in einer Zeitenwende? Was fehlt? Was können wir gewinnen? Weil ich hier in der Schule bin, sage ich mal als erstes etwas zu meinem Grundverständnis von so einer Lern-, einer Bildungsstätte. Ja. Und dafür habe ich extra eine Karte hergestellt, damit ihr die alle den Menschen verschicken könnt. Das ist die größte Fläche zum günstigsten Porto, die es gibt. Ja? Damit man die Botschaften unter die Menschen kriegt. Also, ich wollte als erstes was zur Schule sagen. Die Aufgabe der Schule ist es, das Gelingen zu organisieren und nicht das Misslingen zu dokumentieren. Und jetzt wäre der Auftrag, was alles lassen wir sein? Was machen wir anders? Was fällt uns Neues ein, wenn es darum geht, das Gelingen zu organisieren? Und dann komme ich auf deine Frage. Wenn wir helfen wollen, Kindern und Jugendlichen die Fähigkeit zu erwerben, dass sie mit dieser komplizierten Welt zurechtkommen, dann müssen sie lernen, sich immer wieder auf Neues einzustellen. Und das ist die wirkliche Dramatik jetzt von Corona, dass das uns in einer Radikalität neue Fragen aufnötigt, wenn wir nicht krank werden wollen, dass wir zunächst dafür keine Hilfsmittel hatten. Aber das ist eine großartige Chance, nämlich alles neu zu denken. Kreativ zu sein. Kreativ zu sein, das ist doch die Kunst. Kunst heißt, die Welt anders zu sehen, als sie üblicherweise betrachtet wird. Das ist doch das Merkmal der Kunst. Und deswegen müssen Schulen auch Kunstwerkstätten sein, damit alles immer wieder neu gesehen wird, damit wir gewappnet sind, wenn etwas neu auf uns zukommt, nicht zu erschrecken, sondern zu sagen, welche Chance. Und deswegen habe ich noch eine andere Maxi-Karte mitgebracht. Das ist im Moment meine Hauptbotschaft. Worauf kommt es an? Sich mit Fremdem und mit Fremden anzufreunden. Und fast ist es so, dass die Natur des Menschen ist, dass er versucht, sich immer hinter dem Vertrauten zu verstecken. Und das ist das Ende eines produktiven Lebens.
Und deswegen Corona, es klingt zynisch, das meine ich wirklich nicht. Aber Corona sei Dank, dass wir so vieles neu denken müssen und dürfen. Und ich bin verzweifelt, wenn da Verbandspräsidenten aus dem pädagogischen Bereich oder Kultusminister sagen, so schnell wie möglich wieder zum Alten zurück. Das würde Corona wirklich recht geben, dass es eine Krankheit ist. Nein, ein Impuls, neu zu denken, neu zu handeln, neue Beziehungen zu stiften, weil ich die Digitalisierung so als Favorite im Moment gerne positiv aufgreife. Natürlich gibt uns dieses neue technische Mittel eine Möglichkeit, mit der Welt zu kommunizieren, wie es wir bisher nicht hatten. Und deswegen mussten meine Schülerinnen und Schüler alle sich in der Welt 2, 3 Freunde suchen und sie hatten 2, 3 Stunden oder einen halben Tag jede Woche, wo sie mit diesen Freunden auf der ganzen Welt kommuniziert haben. Und dann haben sie berichtet, was ein Junge aus Sri Lanka zu berichten weiß, oder ich habe viel mit Sierra Leone zu tun, weil wir da Schulen bauen in einem der ärmsten Länder dieser Erde. Und was dann untereinander ausgetauscht wird von diesen Jugendlichen, welche Lehrkraft das hat, da kommt kein Dirke Atlas mit. Oh, und du hast gesagt, Persönlichkeitsbildung, Menschheitsbildung ist immer ganzheitlich gewesen oder es war die falsche. Und deswegen unter den Pädagogen heißt es meistens, Kopf, Herz und Hand, das ist so von einem berühmten Menschen so eine Formel. Wenn ich dabei bin und es sagt jemand, sage ich, und Seele. Weil wenn der Kopf nicht beseelt ist und der Körper nicht beseelt ist und die Hand nicht beseelt ist, ist sie zu arm. So, was meinst du mit Seele an der mit Stelle? Seele meine ich eine innere Erfülltheit. Was ist wichtig? Worauf kommt es an? Was lasse ich sein, weil es scheiße ist? Und was nehme ich auf und wem widme ich mich, was bisher noch niemand angepackt hat, damit ich rechtzeitig zur rechten Stelle bin? Also die innere Welt unserer Werte. So ist es. So ist es. Ich komme von einer Tagung, da ging es um Müll. Und das Ergebnis war, die Natur kennt keinen Müll. In der Natur gibt es nur Wertstoffe. Und unser Denken muss darauf ausgerichtet sein, aus der Vermüllung herauszukommen in die Dimension von Wertstoffen. Und deswegen helfen wir uns untereinander. Das ist doch die große Chance, auch über das Distanzlearning, dass wir, wie eben schon mal gesagt, weil der globale Aspekt so wichtig ist, mit der Welt kommunizieren können. Bitte. Ja, ich habe zu der These eine Frage. Ist das dann auch auf Plastik beziehbar? Also ist Plastik dann auch ein Wertstoff für die Erde und auch für die Meere zum Beispiel? Es gibt produktiven und negativen. Okay. Und das zu differenzieren, ist die Aufgabe von Wissenschaft. Deswegen zu Corona, ich habe den Eindruck, da muss noch viel mehr gestritten werden, weil die Klarheit, was dieser Virus ist, wie er sich verbreitet, wie er sich wahrscheinlich modifiziert und so, da ist noch relativ wenig Wissen und die Politik gaukelt uns vor, mit einfachen Maßnahmen die Lösung. Ich würde gerne kurz dazu was sagen, wenn ich dich richtig verstanden habe. Dann meinst du, mit in der Natur gibt es Wertstoffe, das wäre sozusagen auf die natürlichen Prozesse der Natur bezogen, wenn irgendetwas verbraucht ist, ja, und wieder ausgeschieden wird, als Beispiel die Ausscheidungen, ne, wären Dung und wieder ein Wertstoff. Wir Menschen haben aber eine gewisse Entfremdung von der Natur vorgenommen, uns distanziert und angefangen, über Technologie Dinge zu produzieren, die eben nicht so einfach
zu integrieren sind für den Rest der Natur und ein großes Problem dann eben darstellen und eine riesige Belastung, sodass wir vieles aus dieser Entfremdung heraus dann sicher doch sinnvollerweise als Müll betrachten müssen, für den wir verantwortlich sind und für den wir andere Wege gehen müssen. Aber wir können lernen von den natürlichen Prozessen der Natur. Da geht man ja auch heute Kreislaufwirtschaft, ne, ökologischer Landbau und so weiter, wie wir damit umgehen können. Ich möchte das noch ein bisschen ergänzen. Bei Corona haben wir übrigens ein vielleicht auch ähnliches Problem. Wir wissen ja noch nicht so genau, ob der Virus jetzt entstanden ist aus der biotechnischen oder biowaffentechnischen Forschung, also aus dem Labor in Wuhan, wo also geforscht wird darin, wie kann man Viren, ja sagen wir mal, gefährlicher machen. Könnte man sich fragen, wofür, um eben ja Fähigkeiten zu entwickeln, dagegen zu arbeiten oder aber auch, um sie als Waffen einzusetzen, wie auch immer. Oder er ist entstanden auf diesen Wildmärkten und hat dann damit was zu tun, dass wir Menschen eben einen unendlichen Fleischkonsum haben und eine viel zu große Nähe zu Tieren und Fleischmärkten, in denen eben solche Mutationen sich entwickeln können und dann für uns wieder gefährlich werden. Und dann haben wir es auch wieder aus einer Entfremdung gegenüber der Natur zu tun. Also möglicherweise ist Corona sogar eine Folge von dem, was wir Menschen sozusagen falsch machen oder ungünstig machen, sei es in der Forschung oder sei es an diesen Märkten. In jedem Fall sind wir mitverantwortlich für diese Katastrophe, in der wir jetzt uns augenblicklich befinden. Und da ich zu radikalen Sätzen neige, sage ich, der Mensch ist die größte Gefährdung für diese Welt. Natürlich hat er die Fähigkeit, auch ganz großartige Dinge zu entwickeln und zu ermöglichen. Aber deswegen Schadstoffe, bin ich nicht dafür, Wertstoffe und dies herauszufinden, was ist ein Wertstoff und was ist ein Schadstoff, das ist unsere Bildung. Wissenschaft ist eben geradezu dadurch gekennzeichnet, dass es keine absoluten Aussagen gibt, sondern dass es ein ständiger Prozess des Kritisierens ist und des Weiterentwickelns. Das sind alles Aspekte einer Wissenschaft, die eben nicht einfach ist, die nicht einfach sagt, es ist so und fertig, sondern eine Wissenschaft, die sich bemüht, differenziert zu sein und die verschiedenen Aspekte herauszugreifen. In dieser Situation befinden wir uns gerade. Und die hat nichts mit zu tun mit massiven polarisierenden oder emotionalisierenden Aussagen, sondern sie hat etwas zu tun mit einem Diskurs der Vernunft und der Achtsamkeit, den wir führen müssen. Also eine Ruhe, die wir in unserem Geist herstellen müssen, um herauszufinden, wie können wir eigentlich jetzt besser damit umgehen und besser leben. Und deswegen sind gute Schulen solche Schulen, in denen viel gestritten wird. Weil niemand hat die Weisheit und die Wahrheit für sich. Die Wahrheit ist nur bei Gott. Aber wir müssen untereinander die Position, die es gibt, in Kontroversen austragen, um zusammenzukommen zu klügerer Einsicht.